is GFL Football. Ian Coles ist der Quarterback der Kirchdorf Wildcats. Nach Verletzung war er wieder zurück beim Auswärtsspiel in Marburg in einem Spiel, das zum Gunfight im Georg-Gassmann-Stadion werden sollte. Ein echter Shootout in Nordhessen. Steigen wir ein ins Spiel. Erstmal mit der Offense der Marburg Mercenaries. Ihr Quarterback Jacob Sullivan bedient Kristen McCathern für 11 Yards. Anschließend dann Sullivan auf Luke Wildung. 17 Yards Raumgewinn. Und abgeschlossen wird der Drive von McCathern aus 5 Yards Entfernung mit diesem Touchdown-Lauf. Er verliert den Ball noch. Die Schiedsrichter sagen, vorher war er in der Endzone. 6-0 für Marburg. Nachdem Kirchdorf gepantet hatte, kommt hier wieder McCathern mit 7 Yards Raumgewinn. Aber der anschließende Pass von Sullivan landet in den Armen von Lorenz Klauser. Und der spielt für die Kirchdorf Wildcats. Und wenn Sie uns das jetzt noch nicht glauben, beweisen wir es Ihnen mit der anderen Perspektive. Also Klauser fängt den Ball ab und die Wildcats schicken ihre Offense aufs Feld, haben danach einen dritten und 14. Kosti auf Robert Ruiz für 12 Yards Raumgewinn. Fehlen noch 2 Yards zum neuen First Down. Kirchdorf entscheidet sich zu punten. Lukas Anzeneder sieht aber eine Lücke und läuft 8 Yards für ein neues First Down. Und kurz danach dann Corsi auf Ruiz, diesmal für 47 Yards und den Touchdown, 7-6 die Führung für die Wildcats. Andere Seite, Sullivan auf Wildung, 16 Yards Raumgewinn. Anschließend dann Sullivan auf Hendrik Schwarz, auch den verlieren wir aus den Augen, aber sind 30 Yards Raumgewinn. Und auch hier schauen wir nochmal aus der anderen Perspektive drauf. Hendrik Schwarz, der Mann, der ja im CFL-Tryout mit dabei war. Dann liegt der Ball an der 13-Yard-Linie der Kirchdorf Wildcats und das ist Sullivan, der hier improvisiert und selber läuft. Und 13 Yards später ist es der Touchdown inklusive Flugrolle, 13-7 für die Gastgeber. 3 and out der Wildcats, Anzeneder mit einem Punt und der Ball rollt dann an die Marburger 1-Yard-Linie. Also perfekte Position für die Kirchdorfer Defense, um den Gegner zu stoppen und der eigenen Offense den Ball in aussichtsreicher Position zurückzugeben, bis das hier passiert. Tristan McCathern mit einem sensationellen Jump Cut und dann ist er auf und davon und 99 Yards später steht es 19-7 für Marburg. Ein GFL-Rekord, weil mehr als 99 Yards ist nicht möglich bei einem Laufspielzug. Das war das erste Quarter und das war erst der Anfang. Rein ins zweite Viertel, 3. und 25 für die Gäste aus Kirchdorf. Colsey holt alles raus, was er im Arm drin hat. Das ist ein riskanter Pass, aber er landet bei Roos, der in diesem Tag alles fing. 42 Yards Raumgewinn. Kurz danach, 3. und 4, Colsey auf Anzeneder. 11 Yards Raumgewinn, neues First Down. Anschließend dann der Ball an der 3-Yard-Linie, Colsey auf Klaus Fischer. Touchdown nur noch 19-14. Andere Seite. Es war ein Passfeuerwerk. Sullivan auf Wildung, 19 Yards. Anschließend dann Sullivan auf Schwarz, 44 Yards und der Touchdown zum 27-14. Und wer ließ sich davon nicht beeindrucken? Ganz genau, die Kirchdorf Wildcats. Das ist Colsty auf Ruiz. Erstmal 11 Yards Raumgewinn. Und weil die beiden sich so gut verstehen, Colsty auf Ruiz vollkommen frei. 63 Yards später nur noch 27-21. Andere Seite, 4. Versuch und 2. Hendrik Schwarz ist der Panther. Und der will dann selber fürs First Down laufen. Das klappt allerdings nicht. Turnover on Downs. Die Kirchdorf Wildcats bekommen den Ball. Und das war für die Marburger Defense in dieser Partie nie eine gute Nachricht. Colsty auf Ruiz natürlich. 30 Yards. Anschließend dann Colsty auf Klaus Fischer. 12 Yards. Touchdown. 27-28. Schon der 3. Führungswechsel im Spiel. Und es sollte nicht der letzte bleiben. Denn hier kommen die Mercenaries. Sullivan auf Schwarz, 32 Yards.
Dann Sullivan auf, genau, wieder schwarz. Diesmal 31 Yards, diesmal Touchdown. 33-28, jetzt wieder Marburg vorne. Andere Seite, Kosti auf Ruiz. Es ist fast Halbzeit im Georg-Gassmann-Stadion. 16 Yards Raumgewinn. Dann Kolsti mit dem Lauf, der springt dann nach vorne, kommt nicht bis in die Endzone, kommt aber bis zur 1-Yard-Linie und mit dem letzten Spielzug der ersten Halbzeit gehen die Wildcats Risiko und Kolsti kommt irgendwie in die Endzone zum 35-33, der fünfte Führungswechsel im Spiel und dann durften alle mal durchschnaufen, aber nicht lange, denn das ist die erste Aktion im zweiten Durchgang. Kick auf Mercenaries und hier ist Robert Ruiz, der kann den Ball nicht nur fangen, der ist auch ein guter Returner. Und wer es nicht glaubt, wird hier überzeugt. 98 Yards später steht es 33-42 für die Gäste aus Bayern. Marburg jetzt mit einem relativ klaren Rückstand, aber Marburg unbeeindruckt. Sullivan auf Marvin Rutsch, 35 Yards Raumgewinn. Anschließend dann Sullivan auf Tyler O'Donnell. Der fängt den für 18 Yards für den Touchdown. Nur noch 40-42 aus Sicht der Gastgeber. Und Kirchdorf musste anschließend punten. Aber Sullivan macht den Fehler. Die Interception von Jack Richards gibt den Kirchdorf Wildcats den Ball zurück. Und das machen sie daraus. Kolsti klar mit seinem besten Spiel in dieser Saison. Pass auf Klaus Fischer. Der ist groß. Der kann den runterpflücken. 14 Yards. Anschließend dann Kolsti unter Druck, wirft unvollständig, aber es gibt eine Pass Interference gegen Malte Klein und ein neues First Down für die Wildcats. Und das Geschenk nehmen sie dann an. Alex Braunsberger aus 15 Yards zum Touchdown. 40-49, die Gäste wieder 9 vorne. Dann wieder Marburg, Sullivan auf Benze Tokac für 28 Yards. Der Ball liegt an der Kirchdorfer 6. Das ist Sullivan, der probiert es über die linke Seite. Und da ist der Weg frei. Nur noch 47-49. Der anschließende Kickoff. Sokac schießt einen Gegner an, erobert den Ball dann selber. Erfolgreicher Onside-Kick der Marburg Mercenaries. Wir gehen rein ins vierte Quarter mit der Chance für Marburg, sich wieder die Führung zu holen. Und so gehen sie es an. Sullivan auf natürlich Hendrik Schwarz, 34 Yards. Anschließend dann aber 3. und 10. Und da bekommt Sullivan den Druck und dann kann er 2-3 Mal ausweichen. Aber irgendwann hat ihn dann Jakob Mühlteiler, bringt ihn zu Boden und produziert einen 4. Versuch und 12. Und Marburg will ein Field Goal, aber der Snap ist hoch. Tyler O'Donnell wirft einen improvisierten Pass. Der ist gefangen von Wildung, aber das sind 11 Yards und 12 hätten sie gebraucht. Turnover on Downs. Danach übernahmen die Defenses das Kommando. Es gab tatsächlich 3 Punts in Folge. Dann Marburg unter Druck. Die mussten jetzt was tun und Sullivan unter Druck bringt den Ball irgendwie zu McCallan für 15 Yards. Und dann nochmal Sullivan und dann wieder McCavern, diesmal 32 Yards Raumgewinn. Und Marburg mit der Chance, jetzt die Führung zu übernehmen. Aber Sullivan unter Druck, wirft einen verzweifelten Pass. Kevin Stramm geht dazwischen, fängt den Ball ab und verliert ihn dann. Ein Fumble und Marburg holt sich den Ball zurück. Die Wildcats hatten den Gegner gestoppt und schenken das Leder wieder her. Und dann passiert das hier. Sullivan auf Wildung, 9 Yards, 55-49. Und weil es so schön war und weil wir es nicht richtig gesehen haben, gucken wir nochmal aus der Endzonenkamera drauf. Und das war ein richtig guter Passfang von Wildung. Und damit Marburg wieder vorne. Ja, für Kirchdorf wurde es jetzt eng. Die Partie nähert sich dem Ende. Was machen die Wildcats? Kolsti auf Ruiz für 11 Yards. Dann gibt es aber eine Strafe. Der Weg wird weiter für die Wildcats. Kolsti auf Ruiz 15 Yards. Und so richtig kommen sie nicht von der Stelle. Wieder nach einer Strafe. Kolsti auf Ruiz für ein neues First Down. Und die Uhr tickt runter und
Es muss jetzt funktionieren für Kirchdorf und Kostic bedient Ruiz und der wirft sich nach vorne, geht ins Aus. 38 Yards, der Ball an der 6-Yard-Linie, noch ein Spielzug in der Partie und der Pass von Kostic für Fischer unvollständig. 55-49, der Endstand für die Marburg Mercenaries, fast 1200 Yards Offense, mehr als 900 durch die Luft und am Ende gewinnt Marburg und gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison.